Treffpunkt Lutherkirche in der Nordstadt. Einige hundert AktivistInnen haben sich zusammengefunden, um gegen die in den zurückliegenden Jahren stark zugenommene Gentrifizierung zu protestieren. Sie meinen damit den voranschreitenden Ausverkauf alteingesessenen Wohnraums an ImmobilienspekulantInnen. Gerade die hannöversche Nordstadt sei betroffen, zahlreiche MieterInnen und Wohngemeinschaften seien in jüngster Zeit Opfer von Schikanen. Neue EigentümerInnen wollen aus Sicht der Demonstrierenden die Menschen zum freiwilligen Auszug bewegen. Wir bleiben alle gegen den Ausverkauf der Nordstadt. Immer mehr Häuser werden an Investoren verkauft. Monatlich werden bezahlbare Wohnungen in Eigentumswohnungen umgewandelt. Täglich fliegen Leute aus ihren Wohnungen, weil sie die Miete nicht mehr zahlen können. Große Teile der Nordstadt können sich nur noch die Reichen leisten. Damit darf nicht Schluss sein. Wie fühlt es sich an, um sein Zuhause zu bauen? Verdrängt zu werden von Menschen, die denken, alles mit Geld regeln zu können und zu müssen. Die Teilwohnen, Mieten und Vermeidung nicht erfüllen zu können. Perfide organisierten, systematischen Methoden und Schikanen der Ausbeutung und ungleichen Machtverhältnissen gegenüberzustehen. Und dann geht es einmal quer durchs Viertel, vorbei an einigen wunden Punkten. Die AktivistInnen wollen Präsenz zeigen. Die Unterstützung vieler MitbürgerInnen ist weit sichtbar.